Ja, moin liebe Motorradfreunde, hier ist Dietmar von Motorradtest.de und heute teste ich für euch dieses schöne Stück hier, eine Benelli Leoncino 500. Diese Maschine gibt es seit 2018. Es gibt übrigens jetzt in 2022 auch eine 800er von der Leoncino. Das hier, wie gesagt, die 500er mit 48 PS, also A3 tauglich, ohne dass man irgendwas dran schrauben müsste. Ein Naked Bike, ja, ich glaube, man sieht es schon in so ein bisschen Retro Scrambler Design. Optisch finde ich die schon mal ziemlich ansprechend. Das Design kommt aus Italien nach wie vor. Benelli ist ja ein alter, ehrwürdiger italienischer Motorradhersteller. Gehört allerdings mittlerweile einem chinesischen Konzern. Das heißt, gebaut wird sie tatsächlich in China. Ist deshalb auch relativ günstig. Kostet, so wie sie hier steht, 5.899 €. Ja, dieses Testbike hier habe ich von Legendary Motorcycles in Hamburg für diesen Test zur Verfügung gestellt. Legendary ist ein großer Händler hier in Hamburg am Netherfeld, wo die ganzen Autoverkaufshäuser auch stehen. Lohnt sich hier immer mal vorbeizuschauen. Gibt hier jede Menge Marken. Indien, Benelli natürlich, Royal Enfield, Mesh und was weiß ich, noch 10 andere Marken, glaube ich. Und ja, ich denke mal, dieses Video hier dürfte so etwa 20 Minuten dauern. Ich will noch mal kurz sagen, was Benelli selbst sagt zu dieser Leoncino 500. Die sagen nämlich, das neue Design von Centro Stile überzeugt mit harmonischen Linien und schafft pure Emotionen, für die Benelli berühmt ist. Also man legt hier Wert darauf, dass das eben immer noch ein italienisches Design ist. Ich denke, man sieht es auch. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie die Benelli Leoncino 500 so fährt. Die so für Vor- und Nachteile hat. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem wunderschönen Test, bei wunderschönem Wetter hier in Hamburg. Und ja, schon geht's los. So, dann wollen wir uns mal die Abmessungen anschauen von der Benelli Leoncino 500. Ganz schön lang die Maschine, hätte ich gar nicht gedacht. 2,16 Meter lang, Radstand 1,46 und ja, die Sitzhöhe liegt hier bei 810 mm und die Maschine wiegt fahrfertig 207 Kilogramm. Gesamtzulässiges Gesamtgewicht liegt bei knapp 397 Kilogramm etwa. Und ja, ich setze mich mal rauf auf die Kiste. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich bin ja schon die ganze Zeit gefahren und ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so groß ist. Also sie fühlt sich irgendwie gar nicht so groß an. Aber ja, ist halt keine kleine Maschine. Ja, man sitzt sehr smooth, sehr kommod, muss ich sagen. Sie hat auch einen super breiten Lenker, das werdet ihr gleich auch noch während der Fahrt sehen. Und ja, was so ein bisschen speziell ist, Moment, ist hier die Sitzfläche. Das ist ja quasi Fahrer, Beifahrer, logischerweise ganz normale Sitzbank. Aber man ist sehr ein bisschen eingeschränkt. Also man kann nicht so weit nach hinten rutschen oder so, sondern man sitzt eher so ein bisschen nach vorne geneigt. Aber der Tank ist auch relativ groß. Das heißt, der Abstand zum Lenker ist immer noch ausreichend. Also das passt soweit eigentlich. Ja, Bedienelemente rechts. Wir sehen hier einen Killswitch, eine Warnblinkanlage und den Anlasser. Und hier auf der linken Seite ganz klassisch Lichtsteuerung, Hupe, Blinker. Und vorne verbirgt sich dann noch der Schalter für das Fernlicht. Und dann schauen wir uns mal das Cockpit an. Und ich muss jetzt mal dazu sagen, die Sonne ballert hier gerade voll rauf auf dieses LC-Display und ich kann es trotzdem gut ablesen. Also das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und die ganze Optik hier, ich gehe mal ein Stück zurück, erinnert mich auch so ein klein bisschen an die Ducati 800 Scrambler. Das sieht wahrscheinlich auch in diesem Doppeldisplay hier. Das ist ja bei der Ducati ähnlich. Ja, was haben wir hier? Geschwindigkeitsanzeige, eine Ganganzeige gibt es hier und eine Uhrzeit. Dann die Temperaturanzeigen für das Kühlwasser und die Außentemperatur.
und eine Benzinfüllanzeige. Das Ganze ist hier noch auf Englisch. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert, auf Deutsch umzustellen. Also die Temperaturanzeigen da sind in Fahrenheit. So warm ist es dann doch noch nicht heute. Und die Geschwindigkeit steht hier auch in Miles. Also das muss ich dann nochmal umstellen auf Deutsch. Aber ja, ansonsten komme ich eigentlich mit der Ablesbarkeit komplett klar. Die Maschine ist sehr einfach gehalten. Es gibt hier keine technischen Helferlein, keine Fahrmodi, auch keine Traktionskontrolle oder dergleichen. Also die Maschine ist wirklich ja, sehr einfach zu bedienen und man hat sie eigentlich sofort im Griff. So, dann schauen wir uns mal die Lichtausstattung hier an bei der Benelli Leoncino 500. Das ist alles komplett LED und das ist ganz witzig gemacht. Ich mache mal die Zündung an und dann seht ihr hier so einen LED-Ring. Ja, man könnte meinen, dass das der Hauptscheinwerfer ist, ist es aber nicht. Das ist der Hauptscheinwerfer. Ich mache die Maschine mal an, dann können wir uns das mal gemeinsam anschauen. So, jetzt könnt ihr das sehen hier, Hauptscheinwerfer. Und das hier oben ist das Fernlicht. Und dann auch nochmal die Warmlenkanlage anmachen. Alles LED und ja, eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Ja, auch hinten komplett LED. Und das zeige ich euch mal. Ich kann das jetzt nicht sehen, ich hoffe, das funktioniert. Das müsste das Bremslicht sein. Und die Blinker, ach, die waren schon an. Also auch vorne und hinten, überall LED. Sehr schön. Ja, dann schauen wir uns mal die technischen Daten an. Der Benelli Leoncino 500. Wir haben hier einen Zweizylinder-Reihenmotor mit 500 Kubikzentimetern Hubraumflüssigkeit gekühlt. Das Ganze leistet, wie gesagt, knapp 48 PS bei 8500 Umdrehungen und 46 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen. Die Maschine rennt maximal 160 Kilometer pro Stunde. Und ja, hier vorne haben wir eine Doppelscheibe. Das ist gar nicht mal so selbstverständlich für einen A2-Berg, schon gar nicht in dieser Preisklasse. Eine Doppelscheibe, ich muss mal eben gucken, mit was für einer Größe, 320 mm sogar, also das ist echt, vier Kolben Festsattelstopper sind das radial verschraubt, da kann man eigentlich wirklich nicht meckern. Hinten haben wir eine Einzelscheibe mit 260 mm, ja, das ist hier ein Schwimmsattel, sehe ich gerade, ein Kolben Schwimmsattel, das geht aber auch in Ordnung. ABS ist natürlich dabei, natürlich kein Kurven-ABS, sondern ein ganz normales ABS. Und was echt auch richtig besonders ist und auffällig, ist hier vorne die Gabel, eine Upside-Down-Gabel. Und guckt euch bitte mal diesen Standrohrdurchmesser an. Was ist das? Ich gucke gerade mal hier. Wie groß ist der denn? Ja, eine 50 mm Upside-Down-Gabel ist das. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine große, fette Gabel gesehen. Federweg vorne 125 mm. Und man kann vorne immerhin die Zugstufe einstellen. Hinten haben wir ein direkt angelenktes Zentralfederbein. Der Federweg hinten liegt dann wohl bei 128 mm. Und hinten kann man die Zug- und die Federbasis einstellen. Ja, der Rahmen ist hier ein Gitterrohrrahmen, ganz klassisch. In diesem Falle hier schön schwarz lackiert. Fällt auch nicht so großartig auf. Und ja, der Auspuff hier, das könnt ihr auch sehen, der ist so ein bisschen hochgezogen. Also man kann auch ordentlich was vom Hinterrad sehen. Das gefällt mir eigentlich alles gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Alu-Gussräder haben wir hier. Und stimmt das? Ich habe mir hier notiert, Pirelli Angel ST. Das kann ich ja gar nicht glauben. Nee, doch. Pirelli. Tatsächlich, Pirelli-Gummis hier aufgezogen. Ja, 160er Reifen ist das hinten auf einer 17 Zoll Felge und vorne haben wir ja, 120-70er Reifen. Sieht ein bisschen klobig aus, finde ich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber sieht so ein bisschen Bopper-Style aus. Und dann auch hier, weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Ich filme das gleich nochmal im Detail. Hier dieser typische Benelli-Löwe hier, wie so eine Lego-Figur aufgeklebt. Finde ich so ein bisschen zweifelhaft, aber naja, gehört halt zu Benelli dazu. Wir haben hier einen 12,7 Liter Tank. Relativ klein, sieht irgendwie größer aus, aber mehr geht halt nicht rein. Und der Verbrauch bei der Maschine liegt bei 4,2 Litern. Das ergibt dann eine Reichweite von 300 Kilometern. Das ist eigentlich für einen Scrambler oder für ein Retro-Naked-Bike ganz in Ordnung. Die Maschine hat natürlich ein Sechsganggetriebe und einen Kettenantrieb. So, dann machen wir mal unsere Probefahrt auf der Benelli Leoncino 500. Wer es übrigens noch nicht erkannt haben sollte,
Die Hamburger wissen natürlich sofort, wo ich bin. Ich bin hier im Stadtpark. Da im Hintergrund ist das Planetarium. Und eben waren hier auch schon so ein, zwei Schulklassen, die mich hier, Kinder, die mich angesungen haben. Das ist verboten. Na, haben sie auch recht. Egal. Da muss jetzt die Stadt durch, dass ich mich hier einmal vor das Planetarium stelle. Und jetzt wollen wir uns mal wieder der Maschine widmen. Schön in schwarz. Setze mich mal rauf. Und dann mal gucken, wie das hier so ist mit der Sitzposition. Ja, also man sitzt tatsächlich relativ niedrig. Ich fahre hier mal weg. Beziehungsweise vorher machen wir nochmal den Blick nach hinten. Ja, diese Spiegel hier, 1B würde ich mal sagen. Das geht schon, aber sind auch so ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich vom Design nicht ganz so passend. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. So, ist der Ständer drin? Ja, ist er. Und dann wollen wir mal hier raus aus dem Gewühl, bevor gleich noch die Polizei kommt und ich verhaftet werde. Achso, da muss ich auch noch meine Insta anspeisen. Moment, das muss ich noch mal eben hier machen. Geht gleich los, Freunde. Ein wenig Geduld. So, zack. Na, Start Recording. Hallo, Instagram. So, und jetzt fahren wir. Also ich bin schon eine ganze Ecke gefahren vorhin. Und ja, muss sagen, das, was als erstes oder als herausstechendstes Merkmal hier bei der Leoncino hängen bleibt, ist ihre Quirligkeit. Also die Maschine ist wirklich super quirlig. Ich habe auch das Gefühl, also Sitzhöhe war ja irgendwie 820, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich da getäuscht habe. Wenn ich mich getäuscht haben sollte, blende ich das mal ein. Wenn nicht, dann stimmt das wohl mit dieser 820. Auf jeden Fall betone ich das so, weil es mir deutlich niedriger vorkommt. Also die ganze Maschine ist extrem handy, extrem handelbar. Auch mit diesem breiten Lenker hier. Der ist übrigens gummigelagert, der Lenker, und konifiziert. Das kann man, glaube ich, weiß nicht, was man mit der GoPro sehen kann. Aber das ist echt ganz schön gemacht. Auch hier mit dieser Gabelbrücke, mit dem Leoncino-Schriftzug. Also das wirkt nicht billig. Man hat ja immer so noch die leichten Vorurteile, wenn irgendwas aus China kommt, muss das billig sein. Den Eindruck habe ich hier aber nicht. Fährt sich fluffig, fährt sich, wie gesagt, sehr, sehr wendig. Und das macht schon echt Spaß. Also natürlich ist es immer wieder so, wenn man auf so ein 48 PS Motorrad umsteigt. Ich bin mit einer 120 PS Maschine hierher gefahren, dann ist das natürlich im ersten Moment so ein bisschen, wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig, aber das nach ganz kurzer Zeit hat man sich daran gewöhnt und dann empfindet man diese 48 PS auch als alles andere als untermotorisiert, überhaupt nicht. Also die Maschine ist sehr ausgewogen, finde ich, fährt sich echt schön. Ich habe auch nichts. Ich überlege jetzt gerade, ob es hier irgendwas gibt, was mich stört. Naja, okay, hier der Kupplungshebel, Seilzugkupplung ist nicht einstellbar. Davon geht die Welt jetzt aber nicht unter. Hier der Bremshebel ist einstellbar. Und ja, dass dieses Bike halt keine elektronischen Helferlein hat, stört mich überhaupt nicht. Also da muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen bei 48 PS. Da braucht man keine Wheelie Control und eigentlich auch keine Traktionskontrolle. Ne? Also gut, wenn man jetzt auf Eis fahren würde, dann vielleicht. Aber ansonsten finde ich, kann man darauf verzichten. Natürlich vor allem immer dann, wenn man bedenken, fahren wir zu, dass die Maschine eben auch relativ günstig ist. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Kann ich erwarten, dass man für unter 6.000 Euro eine Maschine kauft und die dann ausgestattet ist wie eine, keine Ahnung, wie ein Superbike für 2.000 Euro. Das geht natürlich nicht. Oh, die Polizei ist ja auch witzig hier. Danke. Naja. Ja, Display sehr gut ablesbar. Das finde ich richtig gut. Ob man das jetzt mag, das Display, sei jetzt mal dahingestellt. So ein LC-Display ist nicht jedermanns Sache. Ich habe auch lieber entweder analoge Uhren oder halt TFT-Displays, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem ist dieses Display wirklich gut ablesbar. Also das muss man dem Cockpit hier zugute halten. Getriebe ist fein abgestimmt. Wir haben hier ein 6-Gang-Getriebe, das geht auch in Ordnung. Und ja, Bremsen habe ich vorhin schon mal einmal ausprobiert. Da bin ich voll in die Eisen gegangen.
Da merkt man dann tatsächlich vorne die Doppelscheibe. Das ist schon echt ganz cool. Und auch, wie gesagt, nicht gerade selbstverständlich in dieser Preisklasse. Also ist das jetzt nicht so das allerfeinste Bremseisen, also was die Dosierbarkeit angeht. Aber das ist okay. Was ein bisschen nervt, wobei, da gewöhnt man sich auch dran, aber ist hier der Gashebel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der hat so viel Spiel, bevor es irgendwie losgeht, muss man da irgendwie schon den halben Gasgriff gedreht haben. Ja, ein bisschen übertrieben, aber das fand ich schon ein bisschen im ersten Moment ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten ist das eigentlich ein feines Maschinchen. Also, wie gesagt, nochmal zum Motor. Der Sound, ja, das ist jetzt auch nicht, wo man irgendwie, ey, kommt mal alle her, ruft irgendwie, wenn die Maschine anspringt. Das ist halt also so ein typischer, eigentlich ist es ein typischer rein Twin 500er Sound. Da finde ich, klingen die Wettbewerber auch nicht viel besser, aber die eben auch nicht hier. Ne? Da darf man jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie ganz, ganz fett klingt. Das tut es nicht. Aber ja, die Bedienung ist schön einfach, schön leicht, schön flockig. Und ja, wie gesagt, im Grunde genommen ist es eigentlich, finde ich, ein perfektes Stadtmotorrad. Ich bin ja hier auch in Hamburg und darf mal abgesehen, dass man natürlich hier von der Leistung her sowieso mit einem 48 PS Bike so ziemlich jedes Auto stehen lässt, wenn man will, ist es auch, ja, so vom Durchzug her und von der Beschleunigung her, geht das alles komplett in Ordnung. Also, da gibt es jetzt keine Unterschiede, keine Nachteile zu anderen 500ern oder zu anderen 48 PS Maschinen. Ja, ich denke mal, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen. Bin jetzt auch gleich wieder hier bei dem Legendary, bei dem Händler hier in Hamburg. Insofern komme ich mal zum Ende. Ja, für wen eignet sich dieses Motorrad? Natürlich vor allem für Leute, die halt den A2-Führerschein haben. Ich denke mal, das werden auch 100% der Videozuschauer jetzt sein, die sich halt fragen, ist das jetzt hier meine nächste A2-Maschine? Fahrt sie mal zur Probe. Also es ist kein Billigbike, es ist kein Billigschrott aus China, das kann ich schon mal versprechen. Das macht alles einen vernünftigen Eindruck. Und wie gesagt, man hat auch jede Menge Fahrspaß, gerade in der Stadt. Die Maschine eignet sich wirklich für Fahranfänger, das kann man nicht anders sagen. Ich überlege gerade, ob man jetzt im Gegenzug auch sagen müsste, für erfahrene Motorradfahrer ist es dann vielleicht ein bisschen dünn. Das kann man natürlich sagen. Also ich würde sie mir jetzt nicht kaufen, um ehrlich zu sein, aber mein Gott, ich habe halt auch den großen Führerschein. Und habe halt auch schon 5 Motorräder. Also was soll ich jetzt irgendwie mir die hier noch in den Stall stellen? Also so ist es jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, die muss man unbedingt haben, aber das geht mir bei 80-90% aller Motorräder so. Aber ich glaube schon, dass, wie gesagt, diejenigen, die A2-Leute, vielleicht die Jüngeren auch, dass die hier der Optik durchaus was abgewinnen können. Das kann ich auch. Ich finde die Optik wirklich gelungen hier. So ein bisschen Scrambler-like, das Ganze. Und ja, insofern, wenn ihr Blut geleckt haben solltet, macht unbedingt mal eine Probefahrt mit dem Ding. Vielleicht sagt ihr auch, Mann, das ist ja so geil, das ist so fluffig, so easy, so leicht, so locker. Das ist sie ja in der Tat. Und dadurch, dass sie auch ein 17 Zoll Vorderrad hat, ist sie natürlich auch mega kurvenräuberisch unterwegs. Also ja, insofern, wie gesagt, ein schönes, wendiges Stadtmotorrad, kann man eigentlich wenig falsch machen. Ja, das soll es einmal gewesen sein von meiner Seite. Und damit gebe ich zurück ins Studio zu Dieter Kürten. Ach nee, der ist ja tot, oder? Weiß ich gar nicht. Na, wir geben mal zurück zu Klaus Kleber. Oder ist der tot? Ach, ich weiß auch nicht. Ich gehe auf jeden Fall zurück. Tschüss. So, das war's dann jetzt auch mit dem Test der Benelli Leoncino 500. Es ist immer noch warm, es ist immer noch sonnig hier in Hamburg. Ja, Wartungsintervalle alle 7000 Kilometer müsst ihr mit der Benelli Leoncino 500 hier zum Service kommen oder einmal im Jahr. Es wird dann wohl eher auf das Jahr hinauslaufen. Wettbewerber, das ist gar nicht so einfach. Also so viele Wettbewerber mit 48 PS, mit diesem Retro-Style,
habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht im Kopf, nicht gefunden. Ich würde mal als erstes sagen, vielleicht ist vergleichbar die Brixton Crossfire 500 und vielleicht auch noch die Honda CB500F. Ja, das war's mit diesem Test. Wie gesagt, hier steht die Leoncino 500 als Vorführer. Hier heißt bei Legendary Motorcycles in Hamburg am Netterfeld. Könnte sich jederzeit Probe fahren. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, Legendary, ich betone das nochmal, hier lohnt sich immer hier vorbeizukommen. Hier gibt es so viele unterschiedliche Motorräder in dieser riesen Halle hier. Macht echt Spaß, einfach auch mal auf einen Kaffee vorbeizukommen. Stefan freut sich mit seinem Team auf euren Besuch. Das war's. Damit grüße ich euch und sage Tschüssinger. Bis bald.